ein Klassik der Seidler Kinderkram. Du die Nummern eintippst und wie du mit dem grünen Hörer abhebst. Das Starter-Set in diesem Fall als Mini-Flugzeug aufgebaut. Was will man noch mehr? Im Kuhstall. Und ihr seht's? Wahnsinn! Ein Lego! Und der Rücken blickt auch mal 2 cm. Voll geil, oder? Von uns rüber. Hallo Ali, ich bin's wieder, Flipperstein Schmatzer, alter Knack aus dem rostigen Stichlein-Eckbach im Wienerwald. Ich sitze hier an meinem selbst persönlich gebauten YouTube-Videotisch im Seidler-Klassik der Seidler-Kinderkram, das bereits als Museum mit Flipperautomaten und Lego-Sets geöffnet hat. Zumindest noch diesen Sonntag und eventuell noch nächsten. Und dann ist Schluss für dieses Jahr. Und ich habe euch was mitgebracht. Da ist es. Das, meine lieben Freunde der Blasmusik, ich hoffe, es leuchtet hier, ist der Nokia 2110 Quick Reference Guide. Hoho, mit diesen Kollegen könnt ihr höchst schnell euer Nokia 2110 in Betrieb nehmen. Da wird dir erklärt, wo du die Nummern eintippst und wie du mit dem grünen Hörer abhebst. Höchst technische Dinge, unglaublich. Ich habe euch noch was mitgebracht von der Firma Lego. Haltet euch fest, es ist wunderbar, es ist klein, es ist weiß, es ist ein Flugzeug. So, das, meine lieben Freunde der Blasmusik, ist die Lego 8022-1, auch 8022 genannt. Es ist das Starter-Set, in diesem Fall als Mini-Flugzeug aufgebaut. Englischer Name ist Multimodal Starter-Set, besteht aus 118 Teilen, beinhaltet keine Figuren. Die Kinderkram-Inventarnummer ist die LA-93102. Im deutschen Lego-Katalog war es 1993, 1994, 1995 und 1996. Die Kinderkram-Inventarnummer habe ich schon gesagt, LA-93102. Ja, ich weise euch darauf hin, dass natürlich dieses Multi-Mini-Universal-Set noch weitere Teile beinhaltet, die aus unerfindlichen Gründen jetzt nicht dabei sind, weil es noch nicht vollständig in der Vitrine ist. Damit müsst ihr euch leider arrangieren. Pech, Kopf, so genau. Wir kommen zur Vermessung. Die Länge ist 16 cm, die Höhe ist ca. 8 cm und die Breite ist 14,2 cm. Das ist wieder so ein tolles, geniales, kleines Set, wie ich sie liebe. Du hast 118 Teile und kannst verschiedene Dinge draus bauen. Beworben wir jetzt als Auto, aber jetzt haben wir schon so viele Autos im Kindergarten gehabt, dass wir gedacht, machen wir lieber ein Flugzeug draus. Ja, kommen wir zum Modell. Es ist weiß gehalten, wie ihr seht, eines der wenigen Sets, das rein weiß gehalten ist und nicht aus der Arktis-Serie stammt. Es besteht hauptsächlich aus Techniklochbalken, ein paar Platten, zwei Platten mit Techniklöchern, unten sind noch die 2x4er Platten mit Löchern und ein paar schwarzen Technik-Super-Elementen zwecks Formgebung, zwei gelben zwecks Formgebung des Propellers und Rädern mit gelber Felge, die klassischen Felgen. Und Räder, wie wir sie schon aus der 8035 kennen. Ja, Funktionen halten sich in Grenzen, dennoch interessant. Wenn man das Ding schiebt, dreht sich die Schraube. Dazu ist an der Achse das kleine Zahnrad mit 8 Zähnen. Ihr wisst Bescheid, geht auf ein 24-Zahn-Winkelzahnrad, welches seines Zeichens wieder auf ein 8-Zahn-Zahnrad geht. Welches wieder auf ein Winkelzahnrad geht und hier interessanterweise nicht als Winkelzahnrad verwendet, sondern wieder auf ein 8-Zahn-Zahnrad geht, das einfach an der Achse sitzt. Und schon dreht sich die Schraube. Nachdem hier praktisch keine Übersetzung dabei ist, es ist ja nur dieses eine Zahnrad drinnen, das... Oh, es ist eine Übersetzung. Hier ist es. Eine Über- oder eine Unter? Eine Umsetzung. Es ist eine Umsetzung. Und schon kann man mit diesem wunderbaren kleinen Flugzeug durch die Gegend fliegen. Wie? Dreht man sich die Hand auf. Vielleicht sollte ich durch die Lupen jagen, durch den da hinten. Ihr wisst Bescheid. Ja, ein ganz nettes kleines Set. Ich weiß ehrlich gesagt nicht viel, was ich euch noch dazu erzählen sollte. Was kann man noch sagen? Das Wetter ist gut. Das Frühstück hat geschmeckt. Die Frisur sitzt.
drei Wettertaft. So kann man das wohl sagen. Ja, mir fällt nicht viel dazu ein. Es ist ein ganz einfaches kleines Set, ihr wisst, das baut man so beim Frühstück, freut sich und kann dann durch die Gegend düsen oder man baut es wieder ab. Spannend ist, dass fast nichts vergilbt ist. Also die Vergilbungen in diesem Bereich sind ausgesprochen gering, was sehr eigenartig ist, weil es ja doch schon 19 Jahre alt ist. Ne? Ihr wisst Bescheid. Also ich bin 29 Jahre. Also eine gute Sache. Keine Ahnung, warum manche weißen Elemente sehr massiv vergeben und andere weniger. Werden wir wohl nie erfahren. Wir sind keine Physiker, keine Chemiker und gebildet von und zu überhaupt nicht. Die Hausübung. Finde heraus, was Dreifachzucker ist. Was kann denn das wieder sein? Ah, drei Zucker auf einmal. Den Triple Sim haben wir schon gehabt vom Agenda, das wäre auch dreifach. Naja. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Rück noch mein Schweinchen zurecht. Nehm einen Schluck aus dem Messbecher. Aus dem Messbecher schmeckt alles besser. Mmh. Na, Lenkbacher hoch, Quellwasser, ich bin begeistert. X. Ja, eine wunderschöne Saison geht zu Ende im Kindergarten. Ich bin begeistert, es waren viele Leute da. Nicht ultra viele, aber es waren viele Leute da, die da waren, denen hat es gefallen. Es hat nur ein, zwei Beanstandungen gegeben, die hauptsächlich mit der Betonfläche im Hof zu tun haben, die wir dann behoben haben. Jetzt werden wir noch schauen, ob wir da irgendwas lackieren und dann wird alles wunderbar. Also ich finde, es läuft ganz gut. Ja. Ich hoffe, es geht so gut wie mir. Ja, mir geht es ganz gut. Ich bin gut drauf. Gestern war ich nicht so gut drauf, da habe ich versucht zu filmen. Keine Chance, also bin da eingeschlafen. Das habt ihr in den letzten Videos gesehen. Ja, und ich mache jetzt noch ein Video, denn ich bin gerade wach. So mache ich das. In diesem Sinne. Bis später, bis dann, bis irgendwann. Hier im Eitle Kindergarten oder hier auf diesem YouTube-Kanal. Ein Lego-Kopfball. Der Hut fliegt auch 2 cm. Da bin ich. Hallo. Ja. Voll geil, oder? Von und zu überhaupt.